Hallo meine Damen und Herren, heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, nach welchen Grundsätzen bildet man eigentlich Kostenstellen? Zunächst ist wichtig, dass man für jede Kostenstelle eine eindeutige Bezugsgrößenbildung vornehmen kann. Mit Bezugsgröße ist eine Maßeinheit gemeint, die einem sinnvollen Zusammenhang mit den auf der Kostenstelle entstehenden Kosten steht. Dies ist deswegen wichtig, damit möglichst genaue Maßstäbe der Kostenverursachung angelegt werden können und Kosten so möglichst präzise einer Kostenstelle zugeordnet werden können. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Vorhandensein selbstständiger Verantwortungsbereiche. Nur dann besteht die Möglichkeit der Selbstüberwachung für den Kostenstellenleiter bzw. der Fremdüberwachung durch einen höherrangigen Entscheidungsträger. Daneben ist wie immer in der Kostenrechnung und der Betriebswirtschaft insgesamt das Wirtschaftlichkeitsprinzip zu beachten. Dazu zählt beispielsweise, dass Kostenbelege ohne größere Probleme zuordnungsfähig sein müssen. Denn es macht keinen Sinn, 5 Euro Kosten zu verursachen, um Kosten im Wert von 30 Cent genau zuzuordnen. Bei der Ermittlung von Bezugsgrößen gibt es zwei grundsätzliche Unterschiede. Einerseits können direkte Bezugsgrößen vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Kostenentstehung einerseits und der erstellenden Leistung andererseits vorhanden ist. Daher sind diese direkten Bezugsgrößen primär bei Hauptkostenstellen relevant. Der direkte Zusammenhang zwischen Kostenentstehung und erstellter Leistung dürfte Ihnen klar sein, wenn Sie beispielsweise an eine Montageabteilung denken. Je länger montiert wird, desto höher sind die Kosten und desto mehr Leistung wird erbracht. Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen der Leistungserstellung und der Kostenentstehung. Komplexer sind die indirekten Bezugsgrößen. Bei ihnen besteht eben keine direkte Beziehung zwischen der Kostenverursachung auf der Kostenstelle und den Kostenträgern. Die indirekten Bezugsgrößen sind insbesondere bei Hilfskostenstellen und Nebenkostenstellen relevant. So werden beispielsweise die Kosten in der EDV-Abteilung nicht direkt davon beeinflusst, ob mehr oder weniger Produkte hergestellt werden. Beispiele für direkte Bezugsgrößen sind Fertigungszeiten, Stückzahlen oder Mengeneinheiten. Indirekte Bezugsgrößen sind beispielsweise die Personenanzahl, das genutzte Speichervolumen im Serverbereich, die Anzahl PCs oder der Anteil an den Gesamtherstellkosten. Wozu werden die eben erwähnten Bezugsgrößen eigentlich benötigt? Die drei wesentlichen Begründungen sind die Verteilung erstens primärer Gemeinkostenarten auf die einzelnen Kostenstellen. Primäre Gemeinkostenarten sind, vereinfacht ausgedrückt, Kosten für Arbeiten oder Leistungen, die von außen in das Unternehmen fließen. In einem der letzten Screencasts haben wir diesen Begriff bereits gesehen. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Die sekundären Gemeinkosten entstehen erst durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Exkurs Ende. Zurück zur Verteilung primärer Kostenarten auf die einzelnen Kostenstellen. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Stromabrechnung des Elektrizitätswerks auf die verschiedenen Kostenstellen zu verteilen, muss sich das Unternehmen geeignete Bezugsgrößen überlegen. Dieses eben die Verteilung der Kosten, möglichst verursachungsgerecht zu erledigen. Vielleicht werden dazu im Produktionsbereich separate Strommesser angebracht, gerade bei den Maschinen und Anlagen, die besonders viel Strom benutzen. Im Verwaltungsbereich könnte eine Verteilung anhand der Anschlussleistung angeschlossener Elektrogeräte je Kostenstelle vorgenommen werden. Zweitens, daneben sind Bezugsgrößen notwendig, um die Kosten entsprechend der gegenseitigen Leistungen zwischen den Kostenstellen zu verrechnen. Für die Berechnung der Kosten der Personalabteilung könnte man beispielsweise die Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter heranziehen. Wenn also im Unternehmen insgesamt 1000 Mitarbeiter tätig sind, würde für die Verwaltung eines einzelnen Mitarbeiters ein Tausendstel der in der Personalabteilung anfallenden Kosten berechnet. Drittens,
Schließlich sind Bezugsgrößen notwendig, um die Kosten von den Hauptkostenstellen auf die Kostenträger überzuwälzen. Bitte denken Sie dabei an den Ausgang des Labyrinths der Folie, die wir in einem der letzten Screencasts gesehen hatten, wo ich Ihnen gesagt habe, der einzige Ausgang aus diesem Labyrinth sind die Kostenträger. Auch hier muss man sich die Frage stellen, ob beispielsweise die Arbeitszeit oder ein bestimmtes Volumen wie Liter oder das Gewicht des hergestellten Produktes in Kilogramm die richtige Bezugsgröße zur Kostenzurechnung darstellt. Es versteht sich von selbst, dass die Qualität der Wahl der Bezugsgrößen einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Kostenzuordnung hat. Es wird jedem von Ihnen einleuchten, dass beispielsweise die Verteilung von Heizkosten nach Bürofläche wesentlich sinnvoller erscheint als die Verteilung von Heizkosten nach Anzahl der Mitarbeiter. Kommen wir nun zu der spannenden Frage, auf welche Art und Weise die innerbetrieblichen Leistungen zwischen den verschiedenen Kostenstellen verrechnet werden. Hierzu gibt es verschiedene Verfahren. Grundsätzlich wird zwischen den exakten Verfahren und den nicht exakten Verfahren unterschieden. Natürlich geben die exakten Verfahren bei richtiger Anwendung genaue Auskunft über die Verteilung der Kosten. Leider sind sie aber auch oftmals komplexer als die nicht exakten Verfahren. Es ist also wieder eine Frage der Wirtschaftlichkeit, ob und wann es sich lohnt, ein exaktes Verfahren oder ein nicht exaktes Verfahren anzuwenden. Bei den nicht exakten Verfahren unterscheidet man zwischen Verfahren ohne allgemeine Kostenstellen und Hilfskostenstellen und Verfahren mit allgemeinen Kostenstellen und Hilfskostenstellen. Zur erstgenannten Gruppe gehören die Kostenartenverfahren und das Kostenstellenausgleichsverfahren. Auf diesen Zweig der nicht exakten Verfahren wollen wir im Weiteren nicht weiter eingehen. Zu den Verfahren mit allgemeinen Kostenstellen und Hilfskostenstellen zählt das Anbauverfahren, das Stufenleiterverfahren und das Kostenträgerverfahren. Im weiteren Verlauf dieses MOOCs werden wir uns mit dem Stufenleiterverfahren als nicht exaktem Verfahren beschäftigen. Exakte Verfahren werden nur dann angewandt, wenn allgemeine und Hilfskostenstellen vorhanden sind. Im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene Verfahren, zum einen das simultane Gleichungsverfahren und zum anderen das iterative Verfahren, das heutzutage mit der EDV leicht anzuwenden ist. Beide Verfahren werden wir in der weiteren Übungsphase anhand von Beispielen genauer betrachten. Das Ergebnis eines iterativen Verfahrens werden wir darüber hinaus auf einer der nächsten Folien besprechen. Damit beenden wir diesen Screencast, um im nächsten Screencast mit dem Betriebsabrechnungsbogen als zentralem Instrument der Kostenstellenrechnung weiterzumachen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Screencast. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.